Zu seiner Zeit war Sokolov Dunwalls Genie. Er hat die Stadt mit seinen Erfindungen verändert. Elektrizität für die Fabriken und Wagen, die über den Straßen entlang sausen. Als ich aufwuchs, sorgten seine summenden und leuchtenden Geräte für Sicherheit. Seine Geschichten ließen mich kichern. Seine unerhörten Aussagen schockten Aristokraten und Aufseher. Nach all diesen Jahren ist Kirin Jindosh jetzt Kanakas Genie. Ein wahnsinniger Erfinder, der dem Herzog düstere Maschinen verschafft hat, die sich wie Menschen bewegen. Mechanische Soldaten, die kämpfen und töten. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere einsperren, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Zäher, als ich dachte. Sehr fähig. Bin ich unehrlich? Jeder hat doch Geheimnisse. Vielleicht sind meine schlimmer als andere. Vielleicht sprechen Sie mit Hypatia, bevor wir aufbrechen. Sie hat eines der Zimmer genommen. Nur für kurze Zeit, denke ich. Sie brauchte Abstand vom Addermeyer. Oh. Dr. Hypatia, erinnern Sie sich noch an irgendwas, das mir helfen könnte? Ich suche Anton Sokolov. Er kann vielleicht aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosh im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett, aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Addermeyer. Danke. Addermeyer-Tinktur. Sollte sie schnacken, ist bestimmt an Deck. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Bereit. Also gut. Los geht's. Jindosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Corvo hat mir beigebracht. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Emily, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück.
Er bedeutet mir viel. Ich erzähle dir eine Geschichte über Kirin Jindosh, eine Koryphäe aus Kanaka. Autodidakt, gepriesen von der Akademie der Naturphilosophie als Genie, das Sokolov überflügeln und eine Ära der Erkenntnis einläuten würde. Aber nur 2 Jahre danach wurde ihr für immer aus der Akademie verbannt, aus bis heute unbekannten Gründen. Als sie ihn ausließen, hinterließ er eine Maschine, die Meerwasser trank und mit ihrer Musik Menschen zum Weinen brachte. Sie nahm sie auseinander. Seitdem funktioniert sie nicht mehr. Bald mal essen. Ich bin kurz vorm Verhungern. Stimmt was nicht? Hey. Bin nicht in der Stimmung. Komm sofort raus. Verflucht!
Garde da reingeht und überall die Blutfliegen sieht, brennen sie das Gebäude nieder. Und die anderen daneben auch. Vielleicht räuchern sie es auch aus. So oder so sind die... Was ist denn jetzt los? Und was ist hier los? Es gab wieder einen Raub. Ich kenne sie nicht. Ich bin neu in Karnaka. Ich brauche ein Kabelwerkzeug für eine Lichtwand, das die Garde benutzt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich kann Ihnen helfen, aber nicht jetzt. Und gehen Sie lieber. Ich bekomme oft Besuche von Paolo. Den möchten Sie nicht kennenlernen. Kommen Sie später wieder. Verstanden. Sie sollten gehen. Wir machen ein andermal Geschäfte. Wie gesagt, Paolo ist unterwegs. Genau. Verstecken Sie sich. Ich brauch 8 neue Messer. Kurze Klinge. Das gute Zeug. Morley-Stahl. Ich weiß, was du meinst. Ach ja. Letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gardenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Ein Rabatt von 10%? 30. Weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Das ist fair. Das lief nicht sauber und ich bereue es. Du kriegst die Messer, versprochen. Gut, gut. Eigenartige Zeiten. Aufseher im Staubbezirk, eine Hexenkaiserin und mechanische Soldaten, die Adelige beschützen. Alles schlecht fürs Geschäft. Wenn ich mich durchsetze, ist Karnaka in einem Jahr ganz anders. Bleiben, sagt sie. Wach bleiben, sagt sie. Bin nicht mal sicher, wonach ich suchen soll. Ich hatte mal ein Café unten am Hafen. Aber der Geruch, angeblich wurde einer unserer Läden überfallen. Die sollen nur kommen. Ich habe Pläne zum Verbessern ihrer Ausrüstung.
gutes Geschäft. Sie werden es nicht bereuen. Es war mir eine Freude. Ich sollte nicht mit Feinden handeln. Ich hab was gesehen. Thank you.